Was tut man, wenn man unbedingt die Schönste im ganzen Land sein will, aber dieses blöde Schneewittchen einfach ein paar Ecken besser aussieht? Nun, man besorgt sich etwas Gift und versteckt es in einem leckeren Apfel. Klappt alles wie geplant, ist man die lästige Konkurrenz für alle Zeiten los. Solche Märchen hatten ihre Vorbilder in der Wirklichkeit. Die Familie der Borgia zum Beispiel war berüchtigt für ihre Giftmorde und ihr Borgia-Gift. Was machte man, wenn man gerne König wäre, aber der große Bruder schon König ist? Genau, man studierte die Natur, besonders die Giftpflanzen. Kannte man sich damit aus, war der Weg zum Thron oft nur einen Schluck weit entfernt. Der König ist tot, es lebe der König. König werden war schon schwer, König bleiben noch viel mehr. Man hatte sich ja nicht gerade beliebt gemacht. War die Verwandtschaft etwa genauso hinterhältig wie man selbst? Man stellte also einen Trottel an, der das Essen vorkosten musste. Überlebte er das nicht, dann roch man den Braten und ging besser hungrig ins Bett. Gute Nacht. Das funktionierte ausgezeichnet, bis die rachsüchtige Verwandtschaft langsam wirkende Gifte entdeckte. Manche Gifte brauchten Wochen, bis sie wirkten. So lange konnte niemand hungern. Was tun? Auch dafür gab es ein Mittel, Teriyak genannt. Das schützte angeblich vor jedem Gift, wenn man jeden Tag ein bisschen davon trank. Glaubte man jedenfalls. Als König oder Königin hatte man es damals wirklich nicht leicht.